Zum 10. Mal öffnet sich der Vorhang zum Feldkirchfestival. Ein Grund zum Feiern für die Vertreter aus Politik, Gesellschaft, Kultur und alle Interessierten. Denn der Eintritt ist frei. Eine Frage in wirtschaftlich schwieriger Zeit ist immer wieder zu hören. Wie misst man den Wert der Kultur? Nicht die Frage, wie viel ist die Kultur wert, darf dabei im Vordergrund stehen, sondern die Frage, wie viel sind wir uns wert? Denn immer, wenn es um Kultur geht, geht es um sehr viel mehr. Nämlich um uns. Was mir persönlich aber sehr, sehr gut gefällt, ist die ganz starke Einbindung der verschiedensten Kulturpartner in Vorarlberg, in Feldkirch, aber auch im benachbarten Liechtenstein, wie das Landeskonservatorium, die Musikschule Feldkirch, aber auch die Fachhochschule Vorarlberg oder das Theater am Kirchplatz oder das Kunstmuseum Liechtenstein und auch viele andere. Das Motto lautet heuer: Feldkirch hört Russisch. Russland ist ein sehr großes Land und wahrscheinlich haben wir zu viel von alles. Ich glaube, wir müssen in unserer Zeit noch mehr Brücke bauen. Dafür die Kunst und die Künstler sind da sehr wichtig. Und das ist sehr wichtig, dass die Kunst diese Brücke baut. Das Feldkirchfestival dauert bis zum 13. Juni. Der Kartenverkauf läuft gut. Für die meisten Veranstaltungen sind aber noch Karten zu haben.